Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um das Brisk 2-in-1 Bart Shampoo und das Brisk Bartöl. Ich wurde nämlich vor einiger Zeit schon mehrfach jetzt gefragt, ob ich diese Produkte nicht mal testen kann. Denn das sind die ersten Bartpflegeprodukte, die es so im freien Handel irgendwie gibt. Man bekommt beide Bartprodukte bei DM, also im Drogeriemarkt, und das Bartöl kostet 7 Euro und das Bartshampoo kostet 4 Euro. Da war ich natürlich ziemlich interessiert dran, denn vor allen Dingen der Preis und dass man es einfach so im Laden kaufen kann, könnte für viele Männer mit Bart eine ziemliche Vereinfachung sein. Denn man müsste sich seine Produkte nicht mehr für viel Geld im Internet bestellen, sondern könnte einfach in den nächsten DM gehen und sich das holen. Brisk kannte ich ehrlich gesagt nur von dieser Haarcreme, die haben und die irgendwie immer in etlichen Supermärkten rumsteht und wo ich aber das Gefühl habe, dass sie niemand kauft, weil ich nämlich niemanden kenne, der dieses Produkt benutzt. Ja, und ich habe das Ganze jetzt getestet und wollte euch so ein bisschen mein Feedback dazu sagen und sagen, ob das Ganze das wenige Geld wert ist. Zunächst mal zum Bartöl. Ich finde, dass man für 7 Euro und 50 Milliliter sehr viel Öl bekommt. Also du bekommst wirklich sehr viel für dein Geld. Und ich finde, das muss man in dieser Preisklasse schon irgendwo mit einbeziehen. Und sollte allen klar sein, dass man hier keine großartig speziellen Düfte oder super hochwertige Öle erwarten kann, auch wenn Bartöle zu produzieren jetzt nicht so super teuer ist. Bei Parfums ist es ja so, dass es auch so eine Grundnote gibt, den Körper oder so, und dann eben so Topnoten, also keine Ahnung, ich kenne mich mit der fachlichen Begrifflichkeit nicht aus. Auf jeden Fall gibt es Noten, die am Anfang, wenn man das Parfum drauf macht, in den Vordergrund treten, und dann gibt es welche, die nach ein paar Stunden, wenn man das Parfum schon eine ganze Zeit auf der Haut hat, in den Vordergrund treten. Und genauso ist es bei Bartölen tatsächlich auch. Also ich habe da auch bemerkt, dass es bei vor allen Dingen bei den hochwertigeren Ölen, dass es da verschiedene Duftentwicklungen auch gibt, und vor allen Dingen die Konsistenz ist halt sehr, die sind meistens auch sehr dickflüssig. Und man merkt halt einfach, dass es nicht sehr wässrig ist und sehr ölig halt. Zu diesem Bartöl, ich finde, das ist nicht schlecht. Also es schlägt sich eigentlich relativ gut so im Vergleich zu den teureren Ölen, und ich finde, dass es sein Geld auf jeden Fall wert ist. Der Geruch ist Teebaumöl, also es riecht so ein bisschen minzig und so ein bisschen hölzern. Fand ich sehr, sehr angenehm. Und es hat eine, ich kann euch das mal zeigen, so eine komplett durchsichtige, fast schon wie Wasser, so ein bisschen gelblich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das scharf stellt, ob man das sehen kann. Ich hoffe schon. So eine Konsistenz. Ne? Das ist halt auch recht ergiebig, finde ich. Also man macht 5-6 Tropfen für so einen Bart in seinen Bart rein, und dann ist das Ganze auch einigermaßen weich. Teebaumöl gibt es auch von verschiedenen anderen Herstellern. Mr. Bear Family, das Wilderness-Öl von denen ist auch sehr minzig und hat mich sehr stark, also das hat mich sehr stark an das erinnert. Oder eben von Beard Brand das Tea Tree, ne, ist halt Teebaum. Das riecht ganz genauso und hält aber auch ein bisschen länger. Also das hier geht auch relativ schnell flöten, der Geruch. Damit kommen wir zum Bart Shampoo. 2-in-1, ja, also hier steht, reinigt Barthaar sanft und macht es weich. Und der Duft hiervon ist erstmal Teebaum- und Zedernholzöl. Das heißt, so ein bisschen was von dem Bartöl ist damit drin, aber es ist halt eben auch sehr, sehr holzig. Fand ich jetzt ganz okay. Ist jetzt nicht mein liebster Geruch, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Kombination. Ich weiß nicht, ob es da nicht lieber irgendwas Frisches, irgend so eine frische Note noch getan hätte. Aber was mich hier eben sehr, sehr gestört hat, ist, dass es mein Barthaar absolut nicht weich gemacht hat. Sondern es hat mein Barthaar sehr verklebt. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich das hier benutzt habe, auch wenn ich das Bartöl von Brisk dann drin hatte, war der Bart einfach sehr, sehr kraus und ich konnte da nicht durchkämmen. Und sowas ist immer ein schlechtes Zeichen, weil es dafür sorgt, dass die Barthaare einfach nicht weich sind. Und wenn man dann halt mal eben auf die Inhaltsstoffe schaut, vielleicht kann ich euch das ja auch irgendwie hier reinhalten, ihr könnt es aber auch bestimmt im Internet irgendwo nachlesen, dann kann man auch schon ungefähr erahnen, woher das kommt. Denn ganz ehrlich, Leute, ich bezweifle, dass für 4 Euro, dass das hier, auch wenn es eine kleine Größe ist, dass das hier so viele natürliche Inhaltsstoffe irgendwie hat. Hier sind zum Beispiel Copolymere drin oder Coamphoacetat oder Phenoxyethanol. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die ich noch nie gehört habe. Und das lässt einfach vermuten, auch wenn hier gesagt wird, dass es eben natürliche
Tenside enthält, lässt es schon stark vermuten, dass das hier eigentlich nur so ein Chemie-Cocktail ist. Das erlebt man immer wieder bei preiswerteren Bartpflegeprodukten, dass da einfach Silikone drin sind, die dann irgendwie so tun, als würden sie das Barthaar weich machen, aber sich eigentlich nur irgendwie so als Film über die Barthaare drüber legen und verhindern, dass da auch dann Nährstoffe und sonst irgendwas drankommt. Kleines Fazit zu den Produkten also. Ich finde es gut, dass man auch mal ein preiswertes Produkt hat, weil nicht jeder Mann, der sich jetzt gerade mal so ein bisschen über den 3-Tage-Bart hinaustraut, möchte jetzt sofort ein Bartöl für 20 Euro kaufen. Und da ist sowas echt eine gute Alternative. Auch für Männer, die sparsam sein wollen, ja, 50 Milliliter für 7 Euro ist fast schon geschenkt und lässt auch irgendwo vermuten, wie preiswert manche Bartöle so in der Herstellung sein müssen. Aber ja, dieses Shampoo würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass der Bart weich ist und dass man den auch durchkämmen kann und dass man sich nicht jedes Mal irgendwie, dass man nicht jedes Mal den Angstschweiß auf die Stirn bekommt, weil man Angst hat, sich etliche Haare da rauszureißen. Und deshalb würde ich da dann eben schon zu hochpreisigeren Produkten tendieren. Wie dem auch sei, ich würde gerne von euch wissen, habt ihr diese Produkte probiert und habt ihr vielleicht eine andere Meinung? Falls ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem auch gerne einen Daumen nach oben geben oder mir vorschlagen, was ich sonst für Produkte mal testen soll. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.